So. Sag mal Bescheid. Man sieht was. Dann starte ich das mal jetzt. Guck mal, wie hoch das Gebäude ist. Wahrscheinlich in Wirklichkeit nur bis zum ersten Absatz oder so. Geht da um die Laterne rum. In den Laden konnte ich leider nicht reingehen. Wenn du stehst, solltest du sein. Ja, jetzt ist fertig. Okay. Okay, dann jetzt meine Version. Also ich hatte jemand dieses Multiplayer-Ding halt mal zeigen wollen und den Film gerade gesehen und das so mitbekommen von wegen, dass das alles so akkurat ist. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich doch einfach diese Szene und laufe die nach. Okay, und die kommt jetzt. Halt nicht so, ne? Ziemlich rough und ziemlich schnell. Ich habe einfach versucht, zeitlich genauso mit dem Song loszugehen und wieder anzukommen. Ja. Ich glaube, es zwei oder dreimal probiert und dann war es gut.
Und den Vorspann gemacht, natürlich. Okay. Here we go. Das ist das Originalgebäude. Ja, bis zum ersten Vorsprung ungefähr, wie gedacht, ne? Ein bisschen weiterlaufen, weil ich nicht in die Straße rein kann. Drin ist, habe ich jetzt einfach mal so die Straße gezeigt, weil ich da halt nicht reingehen konnte. Ja, so sieht das dann Ich bin aus. abgefahren mit dem 3D. Also du hast halt ein Avatar, aber du kannst halt mit 30 Leuten unterwegs sein. Ja. Ich glaube 30, man kann das so einstellen, 5 Leute, 10 Leute, 20. Ich glaube 30 ist das Höchste. Ja. Also am längsten hat es gedauert, irgendwie den Font zu finden und das dann da so reinzubauen. Und wie gesagt, das war irgendwie die dritte Aufnahme, so vom Timing her halt, ne? Wie ich da gemerkt habe, ich komme nicht in die Straße rein. Das ist halt manchmal so. Auch in echt dann. Also mit dem echten Street View. Ja. Aber schöner Film, kann man empfehlen. Also, dann das wieder aus. Und dann mache ich hier nochmal kurz Stopp. Dann ist das abgeschlossen.